der Galaxie. Ihr missversteht unsere Absichten. Nein, die sind ziemlich eindeutig. Manchmal müssen Opfer gebracht werden. Ich wollte es versuchen. Groot, Sternritt. Großer Einiger, Raker. Richtig? Zunächst einmal finde ich es echt cool, dass du uns kennst. Stimmt's, Leute? Und es ist cool, dass du uns nicht töten wolltest. Vor allem, wenn ich deine zwei Kumpels da sehe. Die hätten uns zerlegen können, als du reinkamst. Das war echt ein feiner Zug von dir. Aber wir hätten da auch die ein oder andere Frage. Erstens, wo sind Centurion Corell und ihre Tochter? Ihr sucht nach der Wahrheit, Frohlocket. Die Matriarchin will sie mit euch teilen. Sie zeigen, dass sie keine Furcht kennen. Eine bewährte Kampftaktik. Kentathianische Krieger ziehen oft völlig nackt in die Schlacht. Lass mir die Hose schön an. Vielleicht ja als Ablenkung. Gar nicht so schlecht. Ja, nein. Andere Vorschläge? Kannst du Schaum vom Mund? Ja, glaub schon. Und Zuckung? Klar, ich bin ein Superzucker. Okay, auf mein Zeichen fällst du um, kriegst Schaum vom Mund und zuckst. Während alle anderen abgelenkt sind, fliehen die in eine der Nebenhallen. Und was ist mit mir? Du, du opferst dich für das Team. Ich werde doch nicht... Kommt mit! Los, Quill, greif dir an die Brust und fall um! Denk dir was anderes aus. Also, die Matriarchin hat nach uns gefragt. Spezifisch nach dir. Obwohl ich nicht weiß, warum. Uns überrascht Peter auch ständig, aber dass er für die Gehirnwäsche ganz vorne in der Schlange steht, ich muss schon sagen... Denkt ihr das? Dass wir Leute einer Gehirnwäsche unterziehen? Wir haben deine aktuellen Konvertierten getroffen. Übereifrig trifft es nicht mal im Ansatz. Sie haben das Versprechen der Matriarchin angenommen. Ein Erlebnis, das das Leben verändert, aber freiwillig akzeptiert werden. Quill, seine Drohne. Das ist unser Ticket hier raus. Was? Wie? Was flüstert ihr beiden da? Und? Er will wissen, ob du weißt, dass du der Schurke bist. Reduktive Konzepte wie Gut und Böse haben zum galaktischen Krieg geführt. Eigentlich haben wir nur bewundert, wie groß dieser Ort ist. Er ist gewaltig, nicht wahr? Der Glaube an die Matriarchin hat ihn wieder zu dem gemacht, was er vor dem Krieg war. Genau wie ihr Versprechen alle zurückbringen wird, die wir verloren haben. Mütter, Geliebte, Söhne. Dieses Versprechen belebt die Toten wieder. Natürlich nicht. Du kannst niemanden zurückbringen. Wir können das nicht. Aber die Matriarchin, das göttliche Gefäß... Ich habe eine Idee, aber ich brauche Zeit. Halt ihn hin. Cooler Trick.
Erklärst du, wie du es angestellt hast? Hexenwerk. Ich verstehe, dass so mancher es dafür hält. Es war Wissenschaft. Die Wissenschaft des Glaubens. Glauben ist keine Wissenschaft. Aber Glaubensenergie schon. Diese Barke, meine Inquisitoren, sogar die Sacrosanct selbst. Alles betrieben mit der gleichen wundersamen Energie. Energie, die ich entdeckte. Ich schnapp mir die Drohne. Halt ihn am Reden. Was? Jetzt? Was? Was ist das? Es ist nur... Du hast sowas entdeckt und du hast gesagt, du... kontrollierst Energie. Glaubensenergie. Genau. Und ich meine, und es scheint, diese... Glaubensenergie ist... Ich denke, was Gamora damit meint, ist... du sagst, du hast diese ganze Energie. Glaubensenergie. Genau, aber warst du neulich nicht auf der Hallas Hope gestrandet, weil deine Fähre keinen Sprit mehr hatte? Ja, das schon. Warum hast du nicht einfach geglaubt, dass dein Schiff noch Treibstoff hat? So funktioniert das nicht. Diese Art Energie ist ein Nebenprodukt des Glaubens. Konzentrierten Glaubens. Okay, klar. Ich sah den Beweis. Konzentrierter Glaube an ihn hat unser Überleben ermöglicht. Also, du sagtest gerade... Warte. Wart ihr nicht einer mehr? Was? Nein, ganz bestimmt nicht. Etwas derartiges würden wir doch wohl bemerken. Das stimmt. Bitte, setz deinen faszinierenden Bericht fort. Über... Du sagtest gerade etwas über sie? Es klang super wichtig. Die Matriarchin, denke ich? Von ihr habe ich überhaupt nicht gesprochen. Bist du dir sicher? Die Matriarchin schien irgendwie eine große Rolle zu spielen. Sie ist das zweite göttliche Gefäß. Ich habe vom ersten gesprochen. Dass ich weigerte, den Tod meines Sohnes ungeschehen zu machen. Aber sie ist gekommen, dieses Versprechen zu erfüllen. Moment, ihr wart doch einer mehr. Der Kleine ist nicht da. Vielleicht ist er tot, wie dein Sohn. Ich bin gut. Was? Ich bin Groot. Richtig? Ja, du hast recht, Groot. Er geht völlig auf in seiner spirituellen Mission. Aber ich denke, ich habe das hier durchschaut. Das waren ein paar tolle Hologramme. Darauf wäre sogar das World Mind Knight. Die Staffel wird so mancher seinen rechten Arm geben. Wenn nicht beide. Habe ich recht? Und das hier? Ist auch ein ziemlich guter Trick. Aber Antigrav hat doch jeder heutzutage. Und bestimmt hast du einen eigenen Schildgenerator unter deiner Terror-Toga, richtig? Ein bisschen Make-up, ein kleines Farbenspiel. Übrigens großes Kompliment für die Goldlasershow. Und schon steht der kleine Schwindel. Ich bin echt beeindruckt. Aha. Schön für dich. Hey, schon klar, Mann. Erst die Marke etablieren und dann kommt das große Wunder. Oh Mann, ich war mal auf Regel 3. Ihr haltet euch alle für sehr schlau. Ihr wollt mich hinhalten, weil ihr Angst habt. Aber ihr müsst keine Angst haben. Wieso? Stell dich dahin, wo ich dich sehen kann. Ja, ja. Es ist Zeit, die Materialien zu treffen. Rocket, sag mir, dass du einen Fluchtplan hast. Wir rufen die Milano her. Mein neuer Kumpel zeigt uns den Weg. Du bist sehr kryptisch, Naga. Ich werde eben nervös, wenn ich von mörderischen Riesenrobotern umzingelt bin. Sie wollen nur, dass wir ihre neue Mami treffen. Apropos, wer glaubt noch, dass Quirts Ex-Freundin ihre Dienstmarke gegen eine Kultrobe eingetauscht hat? Ach, komm! Was denn? Ich spreche nur aus, was wir alle denken. Thank you.
gewünscht. Die Wächter der Galaxie. Danke, großer Einiger. Wächter, ihr dürft näher treten. Peter Quill, befiehl deinem Nachwuchs sofort, von da oben runterzukommen. Es steht mir vielleicht nicht zu, aber bist du nicht ein bisschen zu jung für so ein kurzes Kleid? Bist du nicht zu alt, um deinen Namen auf deine Kleidung zu schreiben? Oh. Du hast lange gebraucht. Ja, aber du weißt ja, wie geschwätzig der Opa ist. Hey, wir holen dich heraus. Geh mir einfach nach. Aber hier ist der Ort unserer Bestimmung. Wir werden alle retten. Ich werde sie retten, ich hab's versprochen. Jetzt komm, lass den Quatsch, Kleines. Du sagst doch nur, was er hören will. Halt! Halt, 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 halt! Moment! Jetzt seid ihr alle mal! Das Mädchen ist nicht sie selbst. Das bin ich sehr wohl. Aber ich bin mehr als nur ich. Was soll das heißen? Wo ist deine Mom? Mom ist hier. Genau hier. In mir. Schön, dass wir das geklärt haben. Das Licht verband uns. Ich dachte, sie wäre weg. Aber ich kann sie zurückbringen. Alle warten, dass wir ihre Liebsten zurückbringen. Wir müssen nur glauben. Durch den großen Einiger habe ich verstanden. Das ist alles ein Riesenschwindel. Im Ernst, ich kenne mich da ein bisschen... Warum glaubst du nicht einfach an mich? Warum hörst du mir nicht zu? Niemand hört mir je zu, bis ich es allen beweise. Sie muss nicht sterben, Peter. Du kannst sie retten. Versprochen. Verschwindet! Eure Schuppengriffe werden ihm kein einziges Haar krümmen. Ich sagte, verschwindet! Oh, Peter!
Peter! Oh, Peter, mein Junge! Mom! Was ist los? Wie ist das möglich? Du hast mich gerettet! Deshalb! Ich wusste, du lässt mich nie im Stich! Nein, das war ich nicht. Sieh dich an! Du bist herangewachsen! Zu dem großen Anführer, wie ich's geahnt habe. Peter, ich bin so stolz auf dich. Dein Vater wäre es auch. Ich verstehe nicht. Ich habe dich sterben sehen. Bin ich in der Vergangenheit? Du bist hier. Das ist alles, was zählt. Wir haben jetzt alle Zeit der Welt. Du und ich. Und auch deine Freunde. Meine Freunde? Sicher. Das Haus bietet massenhaft Platz. Und ich will dein großartiges Team kennenlernen und von deinen tollen Abenteuern erfahren. Das ist... Du ahnst nicht, wie sehr ich das wollte. Nichts wird uns jemals mehr trennen. Ich versprech's, Peter. Ich versprech's. Ich glaube es nicht. Ich hab dich wieder. Mom, du drückst so fest. Es gibt so viel, was wir nachholen müssen. Vielleicht können wir endlich unser Spiel beenden. Kannst du es spüren? Das Versprechen ist überall. Die Matriarchin wird uns wieder vereinen, für immer. Etwas lose. Das kann aber nicht die Ursache des Problems sein. Zündkerzen sind wie neu. Die sind nicht das Problem. Den muss ich wohl ersetzen. Ich sollte mal Öl nachfüllen. Peter! Essen ist fast fertig! Ja, bin gleich da, Mom! Meredith Quill, wo bewahrst du deine Schnitzmesser auf? Oh, eins ist in der Schublade neben dem Ofen. Ich sehe nur ein stumpfes Werkzeug für ein Kind. Genau, das ist es. Ich bringe dir beim nächsten Besuch eine Klinge von Ketef mit. Die schneidet sogar durch Stahl. Das ist sehr großzügig, Drax. Ich weiß nur nicht, wie oft ich etwas so Hartes überhaupt schneiden muss. Ich kann auch ein paar Rezepte mitbringen. Meine Frau kocht eine wunderbare Axtkopfsuppe. Da bist du ja, Peter. Ich wollte gerade rausgehen und dich nochmal rufen. Na, manche Dinge ändern sich wohl nie. Ah, Peter Quill, deine Mutter hat uns gerade von deiner Kindheit erzählt. Nur einige deiner besseren Abenteuer. Und dass sie eine passende Partnerin für dich gefunden hatte. Aber du warst nicht zur Vernunft zu bringen. Drax, du hast gesagt, es bleibt unter uns. Das war ihr erster Fehler, Mrs. Quill. Oh ja, er ist das größte Klatschmaul von uns allen. Ich bin eben gerne informiert. Und informierst dann alle anderen. Oh, ich kann nicht glauben, dass du die noch hast. Handwerklich ist das bestenfalls schlampig. Sei nett, Drax. Peter hat sein Bestes gegeben. Du ahnst nicht, wie sehr ich das wollte. Nichts wird uns jemals mehr trennen. Ich versprech's, Peter.
Ich versprech's. Ich glaube es nicht, ich hab dich wieder. Mom, du drückst zu fest. Es gibt so viel, was wir nachholen müssen. Viel. Lass mich los. Hör auf. Ich glaube es nicht. Im Ernst, Mom. Hör auf, mich zu umarmen. Peter. Keine Angst. Ich bin's doch. Peter, was machst du da? Es tut mir leid. Das ist nicht witzig. Steck die weg, junger Mann. Ich hab gesagt, steck die weg. Peter? Nein. Bitte. Hör auf damit. Du musst mir vertrauen. Ich kann nicht. Das hier ist nicht real. Nein. Gib mich nicht auf. Ich gehe nicht wieder fort. Peter, bitte. Wir können zusammen sein. Hör auf damit. Natürlich. Das ist nicht richtig. Es kann nichts falsch sein, Peter. Wir sind zusammen. Ich verstehe das nicht. Ich liebe dich doch, Peter. Was habe ich dir getan? Liebling, bitte, tu das nicht. Jetzt, Peter, solange er abgelenkt ist, können wir Niki erreichen. Wir brauchen unsere Hilfe. Schnell! Dad, komm schon, steh auf. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen alles vorbereiten. Mom kommt gleich heim. Komm, steh auf. Niki, was zum... Was zur Hölle? Ich weiß gar nicht mehr, dass ich sie ausgezogen habe. Oder aufgehängt. Endlich! Du musst mir helfen. Mom kommt gleich zum Essen. Das soll alles perfekt sein. Perfekt? Ihr Geburtstag. Der ist heute. Hast du ihn wieder vergessen? Dad? 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 Ganz ehrlich? Irgendwie schon. Machst du Witze? Dad! Du hast versprochen, mir bei Moms Geburtstagsüberraschung zu helfen. Ich? Wirklich? Ja. Du wolltest den Holoprojektor einstellen, der Kuchen hat noch keine Kerzen und ich kann ihr Geschenk nicht finden. Okay. Oh, wow. Der sieht großartig aus. Hast du ihn gemacht? Nein, ich habe ihn vom Bäckerplaneten bestellt. Es gibt einen Bäcker? Nein, ich habe ihn gebacken. Okay, bleiben nur noch das Geschenk und der Projektor. Dad? Nick? Soll das so unscharf sein? Natürlich nicht. Er ist falsch eingestellt oder so. Übernimmst du das mal? Wow. Es ist toll geworden. Hätte nie gedacht, dass ich's hinkriege. Moment. Hast du das gemacht? Ja. Es ist Hala und sein Sternensystem. Mit allen Monden, glaube ich. Es ist wunderschön. Jetzt brauchen wir nur noch Moms Geschenk. Ich glaube, es ist in meinem Zimmer. Hey!
du hast ja Chewie noch. Ja, er ist jetzt Captain der Milano. Wirklich? Na dann, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch in Liebe, Niki und Pete. Warum erinnere ich mich nicht daran? Hast du es gefunden? Ja. Okay, legst du den anderen. Sehr gut. Das Geschenk. Leg es auf den Tisch. Dad, du willst doch nicht Moms Geschenk stehlen, oder? Tisch, Dad. Ein Geburtstagsgeschenk? Was hast du ihr besorgt? Wir haben es besorgt. Auf Nowhere. Weißt du noch? In der Künstlergasse, wo wir waren. Mit dem Gemälde, das ihr so gefallen hat. Von Trilla? Oh, klar. Ja. Sonst noch was? Ich glaube nicht. Wie sieht es aus? Großartig. Deine Mom wird es lieben. Danke, Dad. Ich hab dich lieb. Wow. Okay, ich... Niki, warum ist die Tür versperrt? Das ist Mom. Ich sorge dafür, dass alles perfekt ist. Du öffnest die Tür. Überraschung! Peter, was macht ihr zwei? Nein! Fall nicht drauf rein, Peter. Das ist nicht real. Sie wird getäuscht. Sie hätte niemals hier sein sollen. Was sie gesehen hat. Ich weiß nicht wie, aber wir drei sind jetzt verbunden. Und dieses Ding hält sie jetzt gefangen. Aber wir können sie noch retten. Es geht nicht anders, sie muss sich damit abfinden. Mit meinem Tod. Hilf ihr, mich gehen zu lassen. Befreie meine Tochter. Rette sie. Bitte! Kind! Schaff die Matriarchin raus! Sofort! Mit dem Verschmähen des Versprechens habt ihr euch ihrer als unwürdig erwiesen! Und müsst zerstört werden! Nein! Das ist falsch! Was haben sie mit uns gemacht? Verflackte Psychospiele! Ich fass gleich! Kommt später! Konzentrier dich auf Breaker! Nicht mit Großvater! Er betrügt! Wurden wir getäuscht? Zeig ihn, Groot! Vergehe! Achtet auf Gamoras Kling! Sie ist im Kill-Modus! Das macht mich wütend! Er gibt nicht nach! Rocket! Feuerwerk! Ihr dürft das gerne persönlich nehmen! Wenn wir an mein Gehirn rumrutscht, wird automatisch persönlich! Sonst noch jemand das Licht? Ja, die Beleuchtung hier ist echt toll. Und jetzt nicht den Kerl um. Wir sollten zu schwerem Gerät wechseln. Das ich kann werde ihre Knochen brechen. Keiner von ihnen verlässt die Kammer.
leck mich doch! Ich lasse nicht zu, dass dieser Mistkerl sie nochmal holen will. Nochmal? Vergiss den Prediger erstmal! Der Chor ist stinksauer! Ich bin bereit zu zerstören! Vorsicht! Er heilt seine Freunde! Das ist nicht fair! Es ist zu lange her, dass ich was gesprengt habe. Ich bin gut! Genau! Der schwebende Freak repariert den Rest! Der Quadratschädel guckt seine Kumpel auf! Lasst euch nicht von den Verbesserten treffen! Den nächsten Gut will ich! Warum müssen wir uns angreifen? Sie sind der Feindtrack! Wach auf! Schieß nicht! Der Priester verbessert seine Fußsoldaten! Du schuldest mir was, Bürger! Diesmal zähle ich zu Ihnen! Raffi, mein Gott! Affalapie, Raffi! Nein, ich lass nicht zu, dass dieser Mistkerl sie nochmal holt. Vergiss den Prediger erstmal. Der Chor ist stinksauer. Der Flieger verbessert seine Crew. Jemand muss diese Fliege totschlagen. Böse Magie. Der Zauberer heilt die anderen. Was ist das Gegenteil von heilen? Das sollten wir mit ihm machen. Auf den Schweber. Er repariert die anderen. Das wird er ohne Kopf nicht können. Der Quadratschädel pumpt seine Kumpel auf. Der Zauberer erfüllt sie mit Glaubensenergie. Der Zauberer beschützt die anderen. Was ist das Gegenteil von heilen? Festnagel Group. Schon dabei! Vielleicht sollten wir mit ihnen reden! Du kannst mit ihren Leichen reden! Danke, Gamora! Und der darf jetzt hier einfach seine Kumpel heilen? Seht doch, der Zauberer heilt die Seinen! Umso mehr Grund, ihn zuerst zu töten! Geht alles, Rocket! Cosmo hat uns doch nicht absichtlich observiert, oder? Ein Todesurteil? Das wäre aber sehr streng. Wahrscheinlich spürt nur diese Glaubensenergie das Signal. Leute, Gruppe bilden! Wir sind da draußen völlig ungeschützt, Peter. Es ist nicht sicher. Ungeschützt? Wir kämpfen nackt im Tageslicht und unsere Eingeweide hängen schon raus. Wir müssen sowas wie Wettbewerbsgleichheit herstellen, Quill. Ungeschützt zu sein, macht mir keine Angst. Und wisst ihr warum? Weil wir da draußen stärker sind als sie. Wir funktionieren also dann am besten, wenn ihr tut, was ich sage. Und wir erledigen unsere Gegner mit Stil. Wer ist dabei? Der Sieg ist unser! Nur her damit! Zeit für den... Sie haben die gleiche Tech wie Raker. Jede Tech hat eine Schwäche. Man muss sie nur finden. Lass nicht zu, dass der Flugmann sein Team heilt! Umso mehr Grund, ihn zuerst zu töten! Seht doch! Der Elite-Typ heilt seine Verbündeten! Woher kommst du? Schieß ihn ins Gesicht! Die Robe heilen ihre Kumpel! Das wird er ohne Kopf nicht können! Ich bin gut! Ja, auf das Flachgesicht, das seine Kumpel heilt! Es tut auch nicht weh! Nicht sehr! Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen. Hol den Flieger runter! Er heilt den Rest! Worauf wartest du? Schieß ihm ins Gesicht! Vielleicht sollten wir mit ihnen reden! Wie kommst du auf die Idee, dass sie sprechen können? Der Flugmann wirkt ein Zauber! Nimm ihn ins Visier! Diese Typen gewinnen den Preis für das beste Gruselkostüm. Sie sind ein Hohn. Ich bin Groot. Groot hat gerade einem Hirn gewaschen in das Hirn gewaschen. Wir sind hier unten leichte Beute. Wie kommen wir raus? Rakers Drohne hat mir einen Blick auf den Plan des Schiffs gewährt. Ich bringe uns in die Funkzentrale und dann rufen wir die Milano, damit sie uns aus diesem Mistflak rausholt. Okay, aber siehst du einen Weg nach oben? Ich sehe einen Weg nach oben. Wie rücksichtsvoll. Gamora, warte!
Wir müssen tiefer ins Schiff vordringen. Hier unten ist es zu ungeschützt. Wir sollten der Abkletterin folgen. Wo ist der große Einiger hin? Wahrscheinlich wechselt er nach dem Treffen mit uns seine Goldunterwäsche. Lasst uns die Treppe raufgehen, bevor sie abwerfen. Bringen Sie nicht auf dumme Ideen. Führt diese Treppe ins Licht! Auf diesem Schiff ist Licht immer schlecht. Verflagte Zwerglutscher! Mist, Mist, Mist! Nicht gut, gar nicht gut. Wir brauchen einen Ausgang. Es gibt keinen. Dann mach einen. Drax, schlag so fest wie möglich hier gegen die Wand. Warum? Weil wir sonst sterben. Okay. Diesen süßen Geruch erkenne ich überall. Wir können durch den Abfluss da entkommen. Bist du verrückt? Das ist hochgiftiges Warp-Kühlmittel. Da können wir nicht reinspringen. Wir müssen in Bewegung bleiben. Ich war vielleicht nicht deutlich genug. Das Becken bedeutet den sofortigen Tod. Was zum... Drax, Mann! Alles okay? Ja. Okay, es ist vielleicht doch kein Warp-Kühlmittel. Das kitzelt! Quill, wir müssen darüber reden, dass dein Kind uns umbringen wollte. Baker hat was mit ihr gemacht. Das ist sein... Wir haben den alten Bergbausektor erreicht. Nein, der große Einiger hat Liktordrohnen in die unteren Gänge geschickt. Die Ketzer wären desintegriert worden. Mistlöcher! Ich bin Groot. Ja, vielleicht. Aber wenn wir uns verirrt haben, können sie uns wenigstens nicht finden. Wir sind geliefert. Wir haben uns verirrt und wir sind geliefert. Ich muss mich nur orientieren. Ich war noch nie auf so einem großen Schiff. Vertraue deinen Instinkten. Kleines? Naja, immer noch besser als Abscheulichkeit. Du bist ein dummes kleines Ding. Mist. Was machen die da? Sie stehen uns im Weg. So viele Türen. Du kennst den Weg heraus, oder? Jetzt schon. Seht mal, da ist Ramsch. Du hast ihn Ramsch genannt? Ja, pass nur auf, er wird uns zu der Funkzentrale führen. Da, das ist unser Ausgang. Okay, alles klar. Seht mal, diese Idioten sehen uns noch nicht. Jungs, habe ich schon erwähnt, wie gern ich mich anschleiche? Hab ich schon erwähnt, wie viel Angst du mir machst? Wir haben keine Zeit, diese Typen zu bekämpfen. Je schneller wir rauskommen, desto schneller können wir Niki retten. Du meinst, desto schneller finden wir die Milano. Danke, Ramsch. Du kannst auch den Ding? Natürlich, er ist jetzt einer von uns. Diese Baumwurst ist enorme Macht! War das ein Kompliment? Das ist ein sinnloser Kampf! Bring uns hier raus, Quill! Versuch's ja! Wie oft haben Sie jetzt schon den Hintern gerettet? Aufpassen!
Wir haben keine Zeit, um diese Typen zu bekämpfen. Je schneller wir rauskommen, desto schneller können wir nicht hier retten. Du meinst, desto schneller finden wir die Milano? Das ist ein sinnloser Kampf. Bring uns hier raus, Quill. Ich versuch's ja. Danke, Ramsch. Du fällst aus dem Ding? Natürlich. Er ist jetzt einer von uns. Wieder ein Ehrengeknack! Wir haben keine Zeit, um diese Typen zu bekämpfen. Je schneller wir rauskommen, desto schneller können wir nicht gehen. Du meinst, desto schneller finden wir die Milano? Wir gehen nicht ohne sie. Folgt einfach Ramsch. Er zeigt... Danke, Ramsch. Du kannst auf dem Ding? Natürlich. Er ist jetzt einer von uns. Räucher, sie ausrufen! Wie konnten wir den einen Raum finden, der anscheinend für diesen Fett sinnloser Kampf... Bring uns hier raus, Quill. Ich versuch's ja. Ramsch ist auf unserer Seite. Er denkt jetzt, ich hätte ihn gebaut. Sie werden einfach immer weiter Sachen schicken. Und wir werden sie weiterhin begrüßen. Diese Frau muss enorme Macht. Ja, und nur dadurch bleibt das Licht eingeschaltet. Passt auf, dass ihr nicht die Drohne trefft, Leute! Ich habe kein Bedürfnis, sie zu zerstören. Ja. Hört das jemand? Wir brauchen eine Verkaufspause, Groot! Ich glaube, Drax' Gehirn hat ein Leck. Zerquetscht sie, Drax! Wieder traurig, lasst ihn weiter ihre Mistlichter aus! Flock, kommt her! Jemand muss seine Kabine für ihn räumen. Nein! Ramsch! Er sollte doch der sechste Wächter werden! Mist! Eine Sackgasse! Und jetzt? Da oben! Der Steg ist unser Weg hier raus! Falls wir hier rüberkommen! Flock, wir haben ein größeres Problem! Die Drohne ist zurück! Quill, such uns einen Weg zu dem Steg, bevor wir extra knusprig sind! Peter, sag mir, dass du eine Idee hast! Die Säule da ist kopflastig! Drax, wirf die da um, über die Lücke! Jawohl! Was soll der Mist, Mann? Was? Du Fettschädelbedun, das war unser... Spielt keine Rolle, wir haben einen Ausgang, gehen wir! Quill, das Ding will unbedingt ein Stück von dir abhaben. Tja, Pech, es ist mein Stück. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das sieht nicht gut aus, Peter. Wow. Ist das so eine Art Folterkammer? Sie sehen friedlich aus. Der Tod kann sehr friedlich sein. Sieht aus, als wurde ihnen das Leben ausgesaugt. Hey, alles in Ordnung? Ich fühle mich wie auf Halbwelt. Einige meiner Mitexperimente wurden auch so einem Mist ausgesetzt. Die Kree-Wissenschaftler sagten, wir wären auserwählt. Und die haben's geglaubt. Auch dann noch, als sie starben. Aber du nicht. Ich war einer von den Cleveren. Ich und... Layla. Ich kann mir das nicht ansehen. Hauen wir von hier ab! Ich habe genug von diesem Albtraum. Hoffentlich ist eine Funkzentrale in der Nähe. Ramsch hat uns hierher geschickt. Er hat uns in eine Sackgasse geschickt. Für ihn war es keine Sackgasse. Naja... Hoffen wir mal, dass Drax Abkürzung in dieselbe Richtung führt. Ja, eine Abkürzung. Hm.
werde für jede Personenbatterie hier eine Kugel in einen dieser Flager jagen. Das sind aber viele Kugeln. Ich hab genügend. Da benutzt ein Haufen sadistischer Mistbeutel den Glauben als alles Technikum. Versprechen, dreckige Lüge trifft's eher. Dann muss schon ein besonderer Dreckskerl werfen, Drive. Vielen Dank für die Hilfe, Großer! Ich werde für jede Personenbatterie hier eine Kugel in einen dieser Flager jagen! Das sind aber viele Kugeln! Ich hab genügend! Ich glaube, du hörst Stenberg. Diese Krankheit darf sich nicht aufbrechen. Es gibt so viel Krankheit im Universum. So viel Schmerz. Diese Typen sind im Prinzip Weltraumvampire, oder? Nur, dass sie kein Blut saugen, sondern glauben und in ihrem unheiligen Tempelschiff herumfliegen. Dann werden sie alle als Weltraumvampire sein. Der Kultist ist mir voll reingelaufen! Diese verwirrten Seelen wissen, was Schluss ist! Ja, na los! Testet euren Glauben gegen konzentrierten Schnellfeuer! Wenige weiter, Bruder Rocket! Ankraften der Drohung beschwicht dich! Kehr zurück ins Gefecht! Drax, dein Freund und Helfer! Ich lass nicht zu, dass sie dich an irgendwelche Glaubensabsauger anschließen. Versprochen! Du schuldest mir was, Quill! Danke, Kumpel! Umzingel uns! Dämonen aus der Schwarmstiere! Ich glaub, der Große hat Halluzination! Diese Typen sind im Prinzip Weltraumvampire, oder? Nur, dass sie kein Blut saugen, sondern glauben und in ihrem unheiligen Tempelschiff herumfliegen. Gegen Weltraumvampire habe ich schon gekämpft. Das hier sind keine Weltraumvampire. Rocket! Lego! Was kocht ihr denn so? Ich glaube, du hörst den Rex. Das geht mir ab mit dem Schwert. Davor hat der Glaube sie nicht bekommen. Diese Fanatiker, das war ein gutes Gefühl. Gewalt. Mal sehen, wo wir sind. Ja, das ist es. Ganz sicher. Eine Funkzentrale. Endlich. Rocket, wirke deine Magie. Ja, überlass das mir. Das muss das Funkrelais sein. Unser Ticket hier raus. Und, wie lange wird das dauern? Ich brauche deine Hilfe. Sicher. Okay. Bleib einfach da stehen. Okay. Perfekt. Warum tun wir so, als hätten wir das in der Zeremonienkammer nicht gesehen? Weil das Versprechen eine fiese Lüge ist. Warum bist du so sicher? Weil ich daran glauben wollte, aber ich wusste, sobald ich aufwache... wird alles weg sein. Was hast du gesehen? Ich bin nur... Ich sah meine Mom. Sie lebte. Aber da war noch was anderes. Ein Schatten. Ja, genau. Was es auch ist, es benutzt das Mädchen. Wahrscheinlich mit einer ganz eigenen Lüge.
Corell. Ich weiß, hier ist der Mistfuck! Was? Das war volle Absicht. Die Milano ist auf dem Weg. Danke, Kumpel. Okay, weg hier, bevor die Glaubensbrigade merkt, was wir getan haben. Wo soll denn die Milano andocken? Niedlich, dass du das Wort andocken benutzt. Sie hat keine Hangarfreigabe, also müssen wir kreativ werden. Okay, aber übertreib's nicht. Genau das werden wir tun. Ich habe einen Treffpunkt in der Nähe der Hülle gefunden. Moment, was? Entspann dich, ich weiß, wohin wir müssen. Das ist doch alles krank. Was machen wir hier? Nicht genug. Eine Werkbank, die wir benutzen können. Beeil dich, wenn es sein muss. Diese Drohne jagt uns noch immer. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ziehen wir es durch. In Ordnung. Und voilà! Ich hab mir dabei den Rücken verrenkt. Und jetzt nichts wie weg hier, solange wir noch können. Wir müssen hier durch, aber die blöde Glaubenstektür hat keinen Saft. Und wo nehmen wir den her? Wir müssen was finden, was mit diesem Stromport kompatibel ist. Ich hab hier einen faulen Todesbot. Vielleicht ist in seiner Batterie noch was drin. Versuchen wir's. Okay. Nicht cool. Weißt du, was du da tust? Na klar. Batterie im Batteriefach, oder? Wird das funktionieren? Finden wir es raus. Schließ sie an. Das sieht gut aus. Kann mal jemand den Zerstörer holen? Drax, kommst du, Mann? Drax? Hallo? Hey, Drax, was ist los? Ich habe den Eindruck, dass das alles lediglich ein sehr langer Traum ist. Ist es nicht, versprochen. Aber wir müssen gehen. In Ordnung. Was ist das? Ja, das ist wirklich unheimlich. Ich habe noch nie gehört, dass ein Schiff so ein Geräusch macht. Nicht mal bei den Chitauri. Ist das Gesang? Eher ein entfernter Sprechchor. Was es auch ist, es sind viele Leute. Ich bin Groot.
Wir müssen hier entlang. Wir müssen vorrücken, sonst verpasst... Wir müssen auch mal Glück haben. Wenn du deiner eigenen Mom ins Gesicht geschossen hast, kannst doch eigentlich nur aufwärts gehen, oder? Peter, du weißt, dass nichts davon real war. Flag, was immer das ist, es ist echt nah dran. Das ist Flag. Das müssen Millionen sein. Mindestens. Ja, und wie sollen wir ihnen helfen? Wir müssen dafür sorgen, unser eigenes Fell von dieser Todesfalle runterzukriegen. Wir überleben. Und sorgen dafür, dass Cosmo alles über diesen Albtraum erfährt. Er wird wissen, was zu tun ist. Die Kirche will uns holen! Flag! Könnt ihr diese Barke übernehmen? Wahrscheinlich. Wird aber ein ätzender Hack. Entsichern, Leute! Ich bin überrascht, dass deine Waffe überhaupt eine Sicherung hat. Hoffentlich ist der Rest von euch genauso bereit wie ich. Das bringt nichts. Genau wie bei Rakers Schild. Wie oft habe ich dir jetzt schon den Hintern gerettet? Das würde ich nur ohne dich machen, Rocket. Ja. Das ist Flag. Das müssen Millionen sein. Mindestens. Ja, und wie sollen wir ihnen helfen? Wir müssen dafür sorgen, unser eigenes Fell von dieser Todesfalle runterzukriegen. Wir überleben. Und sorgen dafür, dass Cosmo alles über diesen Albtraum erfährt. Er wird wissen, was zu tun ist. Die Kirche will uns holen. Flag! Könnt ihr diese Barke übernehmen? Wahrscheinlich. Wird aber ein ätzender Hack. Entsichern, Leute! Ich bin überrascht, dass deine Waffe überhaupt eine Sicherung hat. Hoffentlich ist der Rest von euch genauso bereit wie ich. Das bringt nichts, genau wie bei Rakers Schild. Pack deine Schlafbombe aus! Oh, ich kann von hier aus gar nichts. Gut. Vielleicht wäre es Zeit für Meditation. Können wir den Schild wieder hochbauen? Könnten wir doch nur unsere Gedanken abschirmen. Zerschnetzel sie! Steig aus! Niki scheint jetzt irgendeine Macht zu haben. Hoffentlich wehrt sie sich. Soll das ein Witz sein? Nach so einer Gehirnwäsche ist man nicht mehr derselbe. Okay, mal sehen, was wir mit diesem Mist anfangen können. Komm schon, komm schon! Bist du sicher, dass du auch? Wenn eine kleine Glaubensbatterie einen Roboter antreiben kann, dann können sie mit der Menge hier... ganze Planeten erobern. Und selbst das ist noch Kleinkram. Habt ihr was gehört? Was denn? Da war ein... Alles in Ordnung. Das prallt alles von dem Schild ab. Was zum Flak? Schild unten! Verdammt! Kopf runter! Ich mach das! Holt euch was von Rockets Evangelium! Richtige! Sei einfach vorsichtig, Kumpel. Sie haben Heimvorteil. Schaltet sie schnell aus. Wir müssen runter von diesem Ding. Das Flag, das Ding schwirrt ab. Wir müssen diesen Schrotthaufen schnell docken. Jetzt könnt ihr hier bleiben. Wir brauchen eine neue Barke ohne Löcher. Sie wollen uns festhalten. Fehler. Hey, ihr Vögel! Stellt euch mal ganz nah zusammen! Lösch die Hauptbombe! Was ist das alles? Ich wette, die laden Glaubensbatterien auf! Oh, dieser Typ spürt das fast gar nicht! Hat jemand einen Weg hier raus? Ja, schwer zu sagen. Da bewegt sich zu viel. Warum bekämpft die uns? Weil sie ein irrer Weltraumkult sind?
Schaltet sie schnell auf! Wir müssen runter von diesem Ding! Sie wollen uns hier festsetzen! Das wär's fast gewesen! Danke, Drax! Hey, ihr Vögel! Stellt euch mal ganz nah zusammen! Jagt sie hoch, Rocket! Achtung! Sie wollen uns ablenken, damit noch mehr kommen können! Dafür werden sie bezahlen! Und drauf, Drax! Wir haben alle Waffen. Wir müssen nur eine Handklappe. Will jemand einen Weg hier raus? Ja, schwer zu sagen. Da bewegt sich zu viel. Mann, Tor! Der Koch stoppt seine Teammitglieder. Dann steck ihn in einen leichten Sack. Problem, Lösung. Muss ich erst um Hilfe bitten? Oh, Mist! Hau sie weg, Rocket! Danke für die Hilfe. Blueberry braucht Hilfe. Der Schwebende stellt seine Gefährten wieder her. Umso mehr Grund, ihn zuerst zu töten. Großer Problem, ne? Verlangt das großen Lösungen. Danke, Drax. Ja, der Rote macht die anderen schwerer verwundbar. Quell? Quell? Quell! Vögel, stellt euch mal ganz nah zusammen! Haltet sie auf, Groot! Auf die Spitze getrieben! Sie wollen uns ablenken, damit noch mehr kommen können! Es funktioniert! Sie lenken mich wirklich ab! Der Quadratschädel pumpt seine Kuppel auf! Dann steck ihn in einen Leichensack! Problem, Lösung! Ja, schwer zu sagen, da bewegt sich zu viel! Warum bekämpfen sie uns? Weil sie ein höherer Weltraumkult sind? Dieser Krieger kommt zu lang! Und er wird dafür leiden! Spar dir deine letzten Worte für später, Quill! Leute, Gruppe bilden! Ich bin Groot! Groot sagt uns, gehen die Optionen aus. Und Flag, er hat recht! Diese Clowns wissen nicht, wann man aufgibt. Warum sollten sie aufgeben, wenn wir kurz vor der Kapitulation stehen? Aufgeben? Das ist eure Option, wenn diese Clowns alles auf den Kopf stellen? Nein, natürlich nicht! Genau, Flark! Ich sage nein. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir kämpfen und für unsere Sache bluten. Wer ist dabei? Heute bin ich der Zerstörer! Ich schnupfe! Wir wollen nicht mehr hier sein, wenn ihre Verstärkung kommt! Flark, diese Typen sind echt stur! Was jetzt, Peter? Rocket! Lass sie weg! Ich bin Groot! Er läuft aus! Machen wir seinen Untergang permanent! Ich bin bereit! Ich bin bereit zu zerstören! Lass ihre Lichter auf deinen Schatten ab! Sie haben alle Waffen! Wir müssen nur eine Angriffe finden! Sie wollen uns ablenken, damit noch mehr kommen können! Es funktioniert! Sie lenkt mich wirklich ab! Warum bekämpfen sie uns? Ich dachte, Raker hätte das klar gesagt. Was ist das alles? Was jetzt, Peter? Was
jetzt, Peter Quill! Schaltet sie schnell aus! Wir müssen runter von diesem Ding! Das kann nicht, wenn diese Luftblasen aufhören würden, zurückzuschlagen! Wir können nicht hier bleiben! Wir brauchen überlegene Feuerkraft! Aber Schwerkraft! Wir müssen eine andere Barke klauen! Findet eine Leute schnell! Die da gehört uns! Kommt schon! Das nimmt gar kein Ende! Rocket, kannst du sie abhängen? Wie denn? Wir haben die gleiche Barke! Mist, der Schild ist hinüber! Du musst dich von uns fernhalten! Warum bekämpfen sie uns? Weil sie ein irrer Weltraumkult sind? Wir sind getroffen! Wie schlimm ist es? Echt schlimm! Ich muss sie landen! Sei einfach vorsichtig, Kumpel! Sie haben Heimvorteil! Sie wollen uns ablenken, damit das Schrotthaufen! Nicht gut! Macht euch kampfbereit! Mann, dieser Riesenroboter kann wirklich viel einstecken! Konzentrieren wir uns darauf, ihn runterzuholen! Wir waren zuerst hier! Haut ab! Ich glaube, das ist ihnen egal! Schmerzes hält eine Messer ab, ihr Mistlöcher! Diese Freaks sind ganz scharf auf Erleuchtung! Rocket, entsichern und los! Fühlt sich an, als würde ich schon Stunden auf diesen großen Bock schießen! Das Ding ist zäh! Wir müssen mit allem draufhalten! Wir wollen nicht mehr hier sein, wenn ihre Verstärkung kommt! Sag das denen! Da kommen wir nicht durch! Peter Quill, entfessle mich gegen dieses Nacken! Tu ihn nicht! Was ist das alles? Ein Ort, um Glauben zu lagern! Dieser große Roboter ist ein ernstes Problem! Er kann uns nicht alle erwischen! Los, Leute, holen wir uns den Morgen! Ich hab so viel Spielzeug und würde so gern meine Nutzen. Peter Quill, etwas unter Stützung, bitte. Hey, Quill! Das Schrotthaufen! Nicht gut! Macht euch kampfbereit! Was ist das alles? Wer flirtet denn da mit der Attentäterin? Hackfleisch, Gamora! Das ist ein großer, böser Drecksroboter! Sei einfach vorsichtig, Kumpel! Sie haben Heimvorteil! Durchlaufen, Rocket! Sie wollen uns ablenken, damit noch mehr kommen können! Es funktioniert! Sie lenkt mich wirklich ab! Die Verteidigung ist herausragend! Wir können nicht hierbleiben! Nicht nachlassen! Hat sich Trash geschnappt! Besser ist besser! Trash! Geht ihn in den Heideck! Warum bekämpft die uns? Ich dachte, Raker hätte das klar gesagt! Dieser Riesenroboter kann wirklich viel einstecken. Das Ding ist zäh. Ja. Wir müssen mit allem draufhalten. Sie haben...
haben alle Waffen. Wir müssen nur eine andere finden. Bereit! Mach dein Ding, Gamora! Auf aufs Ziel, Peter! Die nächste Runde geht auf mich! Bombenlos, Rocket! Vorsicht! Sie wollen uns ablenken, damit noch mehr kommen können! Es funktioniert! Sie lenkt mich wirklich ab! Ich bin bereit zu zerstören! Der singt nicht mehr! Ist das eine Suppe? Du schuldest mir was, Quill! Ich dachte, ich wäre erledigt, Mann! Wir wollen nicht mehr hier sein, wenn ihre Verstärkung kommt! Wir brauchen überlegene Feuerkraft! Oder Schwerkraft! Wieder ein Kultisten eliminiert! Hier ist noch eine Barke! Willst du etwa nochmal auf so eine Todesfalle steigen? Willst du lieber auf der hier bleiben? Du hast recht! Wo ist der Schild? Ich weiß nicht! Er funktioniert nicht! Wir müssen es ohne schaffen! Sie sind wieder an uns dran! Ja. Schon, wir sind fast da! Werden wir es schaffen? Nein! Sie haben alle Waffen. Wir müssen nur eine angedockte finden. Warum bekämpfen Sie uns? Sie haben einen Todeswunsch! Ich glaube, wir haben alle geschrottet. Moment. Spürt ihr das? Nein. Die Vibrationen sind hier anders. Wir nähern uns dem Rand des Schiffes und unserem Weg hier raus. Und das kannst du spüren? Hallo, Schnurrhaare? Alles für dich, Brad! Zu besiegen, bevor sie dich besiegen! Vielen Dank für die Hilfe, Groß! Mach sie fertig, Gamora! Keine Ahnung, ob sie schmerzen sollen, aber ich weiß, wann sie sich tot anfühlen! Gamoras erstes Gebot! Du sollst zustechen! Finde sie an, Groot! Wirf zu ihnen, Drax! Eingesetzt. Kein Problem! Der Feind hatte keine Chance! Es wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt! Moment! Da ist er! Ich verfolge Riker! Komm mir nicht nach! Was? Gamora! Vertrau mir, Peter! Oh oh, da kommt schon wieder ein Riesenhaufen Gegner in unsere Richtung! Jag sie hoch! Drax, schleudern! Verschaff uns Zeit! Wir waren wieder ganz nah am großen Einhorn dran. Jetzt wird er alle schicken. Wir brauchen nur noch Knopfhauser, Groß! Drax, erledige sie! Unglaublich, dass sie einfach abgehauen ist. Sie weiß, was sie tut. Hoffe ich. Wir müssen durch diese Typen durch. Ich mache ein paar Löcher. Löse Magie! Der Zauberer heilt die anderen! Was ist das Gegenteil von heilen? Das sollten wir mit ihm machen!
Hey, der Flugschiff heilt sie alle! Dann sollte er der Erste sein, der stirbt! Wo ist die Akte? Sie wird uns einholen, hoffe ich. Unfair! Er verstärkt jeden außer uns! Eliminieren wir den Medizinverteiler! Wegen dieser Typen kommen wir noch zu spät zu unserem Geld. Nicht, wenn's nach mir geht. Zeig deine Äste, Groot! Das wird knifflig ohne Gamora. Sie wird zurückkommen. Hoffentlich holt sich Gamora den Kopf von diesem Freak. Ich möchte jetzt nicht in Rakers Schuhen stecken. Alles für den Rocket! Ist immer noch schwindelig, seit Quills Abkömmling in meinem Gehirn rumgepanscht hat. Woher weißt du, wie sich ein Kater anfühlt? Ich bin Groot. Moment, es gibt Wurzelwein von Planet X und wir haben nie einen getrunken? Wir müssen schleunigst hier weg und das ändern. Ich bin Groot. Ja, was passiert, wenn Gamora uns nicht einholt? Sobald sie merken, dass wir auf der Milano sind, werden sie alles auffahren, was sie haben. Ich lass Hovet nicht noch einmal zurück. Hovet? Du meinst Gamora? Ja, natürlich. Die tödliche. Flark! Wie kann uns das Ding immer noch verfolgen? Lauf! Los! Ich hasse alles auf diesem Schiff! Los, los, los! Ich hab nun mal kurze Beine! Meine Füße, Peter Quill! Der Stiefel sind schwer, okay? Wir haben's fast geschafft, oder? Nein, 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 nein! Dieses verflagte Schrottteil! Springt! Was? Springt! Wir müssen uns vorwärts bewegen, Will! Zeig die Drax! Ich mach trotzdem Protest mit diesen irren Kultisten! Durchgeknallt, es sind einfach zu viele! Nehmen wir den Aufzug! Ist nicht gut! Hört auf, Groot! Kommt rein hier! Quill, hör auf, Zeit zu verschwenden! Ich bin Groot! Ja, du hast ihn erledigt! Der Irre hat es verdient! Warum bewegen wir uns nicht? Ich bin bereit zu zerstören! Ich hab die Bedrohung nicht richtig! Kehr zurück ins Gefängnis! Die Milano müsste jetzt jeden Tick eintreffen. Müsste? Naja, besser ging's eben nicht. Und unser Zeitfenster wird auch kleiner. Sie eröffnen bestimmt das Feuer, sobald sie sie offen. Ja, sie ist im Schleichmodus. Aber wer weiß, was für Sensoren Raker auf diesem Ding hat. Groot, kämpfe sie aus! Reiß sie auseinander! Sein Glaube konnte ihn nicht von dem Boden retten! Sei nicht traurig, lass ihn weiter ihre Mistlichter aus! Wir
können nicht die gesamte Armee abhängen. Wir müssen sie abschneiden, sonst sterben wir hier. Ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich diese Batterien überlasten, damit dieser Teil des Schiffs Bumm macht. Und von wie viel Bumm reden wir da? Finden wir es raus. Beschäftigt sie, während ich alles vorbereite. Da kommen die Freaks. Ich brauche Zeit, Quill. Halte mir diese Flagge vom Schweif. Runter! Nerven Drags! Wirf's zu ihnen, Drags! Hey, Mistnuss! Ja, du! Lass meinen Freund runter, sonst passiert was! Hol ihn dir, Groot! Ich bin Groot! Das war der Arm! Der gewaltige Flood! Quill, ich schwöre, wenn du zulässt, dass sie mir in den Hintern schießen! Keine Sorge, wir geben dir Deckung, Mann! Rocket, wie läuft! Lenk mich nicht ab, wenn ich Pfotentief in Sprengstoff stecke! Ein Kanadiker weniger! Durchgeknallte Ehre verdienen es! Rocket! Sollten wir so nah an diesen Dingern schießen? Gute Frage. Theoretisch gehen wir wahrscheinlich nicht mit hoch. Na, dieser Riesenroboter kann wirklich viel einstecken. Das Ding ist zäh. Wir müssen mit allem draufhalten. Komm schon, mach mich rein. Blöde Quantengestörte, dreifach gesicherte Mistware. Du machst mich nervös, Mann. Okay, die ist scharf. Beschäftigt die Irren, während ich die nächste lege. Ich weiß nicht, ob wir das durchhalten können. Ihr müsst einfach! Zeig, was deine Äste drauf haben! Ausschwärmen! Wir müssen hier viel Raum sichern! Lenkt einfach ihren Beschuss von mir ab! Ich will dich nicht hetzen, aber... Dann hetz mich nicht! Okay, ich hoffe, du hast eine Überraschung für sie. Oh ja, und liebe Breaker, nicht vergessen! Ha, mach den Groot mit ihnen, Groot! Ein Tag! Ja. Ja, spiel doch mal mit! Rocket, kein Stress, aber löst das Problem! Peter Quill, entfessle dich gegen diese Narren! Strax, halte sie auf! Wann hat es jemals versagt? Okay, die ist scharf. Beschäftigt die Irren, während ich die nächste lege. Ich weiß nicht, ob wir das durchhalten können. Ihr müsst einfach! Flock! Quill, ich schwöre, wenn du zulässt, dass sie mir in den Hintern schießen. Keine Sorge, wir geben dir Deckung, Mann. Kommt mir aber nicht so vor. Heiz ihn ein! Gib schon auf! Ihr seid hier unterlegt. Ich will dich nicht hetzen, aber... Dann hetz mich nicht! Ich liebe es, Pultisten zu klopfen. Durchgeknallte Ehre verdienen es. Warum spüre ich keine Ehre in diesem Kampf? Hier geht's ums Überleben, Drax. Der Quadratschädel tut seine Kuppel auf. Eliminieren wir den Medizinverteiler. Mach mir den Bau. Muss konzentrier dich darauf, sie zu stören! Warum konnten sie nicht eine der 242 Programmiersprachen benutzen, die ich beherrsche? Du schaffst das! Ich weiß es! Lasst sie nicht auf Rocket schießen! Hört auf den Mann, wenn ihr weiterleben wollt! Meine enorme Stärke hier zu finden. Es ist in Ordnung, um Hilfe zu finden, Peter Quill. Drax, dein Freund und Helfer. Mach
Mach sie fertig, Drax! Der Tod ist da! Wieder ein Protist eliminiert! Durchgeknallte Ehre verschiedene! Bitte sie fest, Bruce! Rocket, sollten wir so nah an diesen Dingern schießen? Gute Frage. Wir verstärken ihn. Eliminieren wir den Medizinverteiler! Ich schaff das, Bruce. Ich will anders. Drax, muss enden! Ich bin bereit zu zerstören! Ich höre viel zu viele Schüsse! Da ist viel Lärm! Warum spüre ich keine Ehre in diesem Kampf? Hier geht's ums Überleben, Drax! Der Kultist ist mir voll reingelaufen! Okay, alles sprengbereit! Wir müssen sofort hier raus! Wie viel Zeit haben wir? Ich hab vielleicht übertrieben! Lauf! Nein! Nein! Rocket, wo ist unser? Bewegung! Bewegung! Oh, verdammt! Wo führt das hin? Raus, wohin? Wohin? Ganz raus! Mist! Bleibt zusammen, Leute! Das wird nicht von der Treppe! Oh, Mist! Oh.